Hallo und herzlich willkommen zurück zum Koop-Chaos bei Magica 2. Hallöchen! Hi! Hallo! So. Sie weg! Thomas. Sie schon. Das ist schon ein bisschen mies. Sie sind weg. Ja, dann mach doch eine mal die Tür auf hier. Ein richtiges Joker-Lachen, Hagen. Hier unten geht's weiter. Da unten? Hier geht's zum Abenteuer. Für den wahnsinnigen Magier drücken Sie bitte jetzt die 3. 3. Oh. Was war das? Ah, wir können wieder ein Blitzschild machen. Wäre immer noch tot. Ist wieder da. Jetzt hat der Hagen bei mir wieder seinen Döner oder was es ist. Ah, okay, das absorbieren sie. D klappt immer noch super. Ja. Vor allen Dingen, wenn ihr euch vor mich stellt. Sorry. Au. Wagen 4. Das war alles, oder? Ja. Das ist das kann ich ja nicht. Ah, das kann man heilen mit Feuer. Ist es immun gegen Blitz? Stein wirkt super. Hab's. Ja. Auch gegen mich. Was war nochmal? Arkan müssen wir gegen das machen. Der kleine, unschuldig wirkende, das bin ich. Mhm. Der mit der Axt. Der kleine, unschuldige mit der Mörderpuppe. Der, von dem alle Nachbarn immer sagen, aber er war doch so nett. Hat immer so nett gegrüßt. Na, nie irrt Eis. Less. Oder so. Irrt less. Keine Ahnung. Also wenn es gerade nach unten rechts weiterging, dann geht es jetzt bestimmt nach oben links weiter. Das ist logisch. Oh, da müssen wir, glaube ich, wieder mit dem Stein reinhauen. Ja, jetzt klickt. Boah, jetzt war ich tot. Hagen, ich kann nicht schnell genug wiederbeleben. Ich habe gerade den... Ja, ich bin wieder da. Sehr gut, ich nicht mehr. Ah, doch, da. Danke. Blitz funktioniert nicht gut. Oh. Machen wir da erstmal den hier platt. Es ist gerade so ein bisschen Chaos. Also den da kriegt man mit Feuer. Die doofe Kuh habe ich. Genau, das ist die doofe Kuh. Arkaner Feuerzauber. Und der ist gegen irgendwas resistent. Gegen Steine ist er sehr empfindlich. Ich muss erstmal treffen. Danke. Hier sind irgendwelche Zeichen im Boden. Und wir sind 4 Zauberer und. Ich würde mal so machen. So zu machen? Da sind doch so 4 Symbole. Wir brauchen noch irgendwas Weißes und was Rotes. Ah. Oh. Ja. Oh, okay.
Nicht. Nee, warte, wir müssen jetzt. Ich verstehe es. Ah ja. Jetzt okay. Eis. Nicht Schild. Jetzt ist weich. Okay, jetzt Eis. Und jetzt Rot, ne? Also Arkan. Und dann Feuer? Ah, du musst nur nah rangehen. Eis? Was jetzt? Grün. Heil. Schönes Rätsel. Nice. Nettes Schieberätsel. Endkampf. Als ich die Krähe mit der Nachricht vom Anführer der Allianz über das Massaker an ihren Truppen erhielt, hatte ich keine Zweifel, dass ihr entkommen wart. Warum musstet ihr aus dieser Kugel ausbrechen? Hat es denn nicht gereicht, dass euresgleichen in diesen sinnlosen Zaubererkriegen ganze Wälder und Dörfer niedergebrannt haben? Gehöre zu den Unglücksraben, die ihr Heim verloren haben. Schließlich hat Frieda mich aufgenommen. Aber ich musste mir die Unterkunft verdienen, und so wurde ich die Mentorin ihrer verzogenen Tochter. Wo die Zukunft dank diesem Mädchen tatsächlich rosig aussieht. Sie vereint die Geistesschärfe von uns Valar in der Stärke der Leute ihrer Mutter. Natürlich haben wir Opfer gebracht, und die Zwecke, die sie verfolgt, sind unbekannt. Aber sie ist die ideale Anführerin. Locke hielt euch für harmlos, obwohl ich ihr riet, euch zu beseitigen. Allerdings weiß sie nichts von eurem Ausbruch. Und was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, im Gegensatz zu euch. War ja vorauszusehen, dass ich alt werden würde, ehe ich meine Rache bekomme. Ach, der Schrecken der Bademäntel endet heute Abend. Es ist Zeit zu sterben. Da sind wir uns alle einig. Ui. Schild. Heilen. Feuer. Und wenn die eingefroren sind, dann können wir gegen Teile von denen Feuerzauber machen. Heil mal irgendwer. Heil doch die ganze Zeit. Das reicht nicht. Wir müssen mal ein paar töten von denen. Ich bin ja schon dabei. Ah, die sind teilweise resistent. Okay. Jetzt hat natürlich wieder einer so einen Schutzkreis für die Gegner gemacht. Mir ging's gut, bis der Lukas mich abgeschossen hat. Ja, das ging für mich hier eben auch so. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt, der mir das Leben gerettet hat. Du bist alleine, Dennis. Wiederwecken, Dennis, schnell! Kann er nicht. Sehr gut. Der hat diesen Schutzzauber, ne? Ja. So, Schild. Wow, was war das? Oh, Sehr gut, Michi, wiederwecken, schnell! Oh, Gift ist nicht so geil. Oh, das macht Schaden. Feuer. Das war ja einfach. Wenn man mal zusammenarbeitet. Was war das denn jetzt? Dein komischer Zauber hat den Heilzauber abgehalten. Und jetzt hat der Michael meinen Heilzauber eingesammelt. Mhm. Und jetzt habe ich keinen Heilzauber mehr. Könntet ihr mal aufhören mit dem Scheiß jetzt? Ja, ich habe unten den Heilzauber, der ist ausgegrault. Ich kann wenig mehr drücken. Das ist ja witzig. Und jetzt geht's so. Ich kann jetzt nichts mehr mit Heilzauber machen. Wie kann man das denn unten wieder rückgängig machen? Das weiß ich nicht, ob man das meint. Hier unten, da, also hier. Soll das so? Weiß nicht. Das ist jetzt halt so. Jetzt müssen wir halt damit leben. Okay. Oder auch sterben. Interessant. Das heißt, ich werde nicht mehr dauervergiftet. Das ist töte mich doch mal. Genau. Ich? Nö. Nicht? Dann mach ich Blitzzauber. Und jetzt bin ich wieder da und hab den wieder. Okay. Dann. Ich wäre bereit zum Weitergehen. Warum bremsen wir denn da hinten rum? Hier. Ja, das war wieder eine neue Spielmechanik im allerletzten Level. Zumindest scheint es so, als wäre es das letzte Level.
Ist das laufen immer dieser... an der langen Tafel entlang hier. Mhm. Schilde sind weg. Hinter diesem Teleporter liegt die Werkstatt von Locke. Dort verbirgt sie der Reisebroschüre zufolge die meiste Zeit. Ihr habt das geheime Magic und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ihr damit ihre Strahlen unterbrechen könnt. Bedenkt außerdem, dass es euch unverwundbar macht. Oh, und eins noch, sie hat ganz neue Arten von Elementen erzeugt und sie ist unsterblich. Viel Glück. Also jetzt ist dieses wir blocken alles, glaube ich, ganz wichtig. Wie ging das nochmal? Auf 2. ESW, glaube ich, ne? Oder ESD. Wie war's? Auf 2. Da habe ich andere Zauber. Einmal rechte Maustaste drauf und dann musst du es ausrüsten. Der Unterbrecher. Genau. Oh. Das ist das Kind, Locke. Oh, hallo zurück, Zauberer. Was bin ich froh, euch zu sehen, meine kleinen Helden. Ich hoffe, ihr fandet es nicht zu abscheulich in der Gefängniskugel der Gelassenheit. Meine Mentorin Elin hielt euch für zu gefährlich, um weiterzuleben. Aber euer Tod wäre kein angemessener Dank gewesen, nachdem ihr mir gegen die Armee der Orks geholfen habt. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung, dass mein Taschengefängnis die bessere Option war. Und diese Goblin-Spielgefährten gab ich euch obendrein. Wie müsst ihr, was ihr in unserem Dorf getan habt, fand ich wahnsinnig inspirierend. Ihr habt gezeigt, dass auch kleine Personen große selbstlose Taten vollbringen können. Das ist es, was Midgard braucht. Vor allem jetzt. Liegen Berichte über eine hässliche, zerstörerische Macht vor, welche die Allianz untergraben wird. Also komm mit. Ich will euch etwas zeigen, woran ich gerade arbeite. Sagt mal, wo ist eigentlich Elin? Kommt sie gar nicht? Ich fühle keine Anwesenheit von irgendjemandem mehr im Schloss. Kann nur... Euch fühlen? Elin hatte die ganze Zeit recht. Ihr seid nicht nur Idiot mit Macht. So viel Tod und Zerstörung kann nur eins bedeuten. Ich werde das nicht zulassen, schlampig Gewandte. Golem, zerstöre alles, was ich zum ersten Gesetz sagte. Gelöscht. Nun denn. Tötet diese Relikte. Jawohl. Okay. Immun gegen Feuer? Immun gegen Feuer. Gegen S ziemlich wirksam. Ein Schalter. Oh, die sind noch mehr, ne? Das sind diese. Mach E und D. Ach, die ist noch hier. Hagen 4. Kann das sein, dass man die angreifen kann, wenn man den Pack macht? Die Macht ist unterwältigend. Unterwältigend. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Da oben. Die ist immun. Kraft vom Meister. Aber vielleicht müssen wir, während wir sie umgebracht haben. Gegen was ist sie denn nicht immun? Probier mal aus. Also erstmal den Golem killen, ne? Nee, ich glaube, wenn während der Golem tot ist, können wir sie vielleicht umbringen. Ja. Glaube ich auch. Aber wo ist sie? Jetzt ist sie ganz oben. Wir müssen mal nach oben gehen. Ich kann nicht mehr zaubern. So, wo ist sie? So. Aber die ist immun gegen Feuer. Die nimmt mir mein Magic weg. Die ist immun gegen Feuer. Hilfe. Die kannst du auch nicht mit einem Todeszauber treffen. Ja, ich hab die. Ich hab wieder keine. Jo.
Jetzt auf die Tussi, jetzt auf die Tussi! Aber was? Ist doch egal! Ah. Sorry, ich habe nur Dennis getroffen. Ja, wenn der Golem am Boden ist, dann müssen wir versuchen, die Tussi mal zu treffen. So, mit ach, was? Unterwältigend. Weil, ich glaube, wer tot? Arkan bringt nichts gegen die. Hagen 4. Wäre immer noch tot. Wer rennt hinter mir her? So, wer zielt auf die? Ich sehe sie nicht. Ist hinter euch. Ah, warte, können wir uns dazwischen stellen? Mist. Vielleicht können wir uns dazwischen stellen. Dass, und dann den Unterbrecher. Genau, dass sie den Golem nicht trifft. Echt nicht so einfach, vor euch davon zu laufen. Ja. Ah, endlich bin ich tot. Ich konnte nämlich keine Zauber mehr durchführen. Mir haben die ganzen Blöcke. Elemente gefehlt eben. So, jetzt dazwischen stellen. Wer so einen Ladezauber hat. Ich hatte keinen. Ich bin tot. Ich kann nicht, Lukas, es tut mir leid. Ich werde hier gerade von dem. Ah, diese Feuerdinger dürfen dich nicht treffen, weil die Feuerdinger deine Ladeattacken blockieren. Ich sehe die Tussi wieder nicht. Wo ist sie? Ach, da. Ja, also. Jetzt könnt ihr machen. Aufkommen, bringt das Viech um. Du, mit S. Nicht die Tussi. Nur wenn du nicht vom Feuerteil getroffen wirst. Ja, nee, immun gegen Stein. Also. Diese Feuerpfeile, die ständig macht, die sorgen dafür, dass du, dass deine Ladeattacken weggehen. Ich habe eine Ladeattacke gegen sie gemacht, nämlich D. Hallo. Also ich mache jetzt hier 2 und wollte mich dazwischen stellen. Verdammt. Zu langsam. Ich bin irgendwie zu doof. Ich versuche jetzt. Wo ist die denn? Da hinten ist sie. Links oben. Ich versuche mich mal dazwischen zu stellen, dass ich gleich bereit bin. Michi, du brauchst ein ED-Schild. Yeah. Und der Brecher. So, jetzt sind wir dazwischen. Der Brecher. Ja, das war's. Ah, sehr gut. Gib das Ding hier mal raus. Du, gib das wieder her. Mit Wasser kann man schieben. Ah, okay. Tja. Also irgendwie sterbe ich jetzt viel mehr als früher. Ja, weil oben ist jetzt ein Symbol eingekegelt. Hagen 4. Nee, Wasser geht nicht. 4 ist... 3 drück ich. Ah, da ist was. Mann, Hagen. Das können wir rausschieben hier. Ah, dann schieb's raus, komm. Jetzt hat sie wieder eingesammelt. Das müssen wir... Okay. Dazwischen stellen mit dem Unterbrecher. Ah, Mist. Da jetzt rausschieben. Das wieder rausschieben. Fußball. Ah, ich sehe nichts. Das ist aus. Wiederbeleben wäre gut. Was tut ihr denn da? Wiederbeleben. Ich habe 4 gedrückt. Michi, du bist am Leben. Ja, ich drücke 4. 3. Wieso 3? Weil 3 heilt. 3 ist nicht geladen. Jetzt ist 3 geladen. Und 4. Hier. Okay, also diese Dinger, da müssen wir kaputt kriegen. Verlangsamt. Hier und verlangsamt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich tot. Okay, ich auch. Oh. Blitzschild. Tot. Ich kann keinen. Wie willst du die denn kaputt kriegen?
Das kommt noch, das kommt noch. Wir haben das erste Symbol schon. Ja, ich kann nicht abhauen vor drei und gleichzeitig. Also ich habe einen Platz gekriegt. Bin verlangsamt wie Hölle, so ein Mist. So, jetzt lade ich meine Steinattacke. Zwei sind kaputt. Wo ist die Tante? Oh. Ah, nein! Oh. Hallo. Ich bin dran. Ich kann gerade nicht, ich lade auf. Einen habe ich. Ich habe auch einen. Drück vier Haken. Ich habe vier gedrückt. Mach die immer wieder vier. Drück mal vier. Und oh, Blitzschild hilft unglaublich gut weiter. Sollte ihr auf jeden Fall machen. Blitzschild, ja. Und wiederbeleben auch. Vielleicht nicht, wenn die gerade einen Blitz macht. Also wir wollen den jetzt platt kriegen, oder was ist der Plan? Jetzt Unterbrecher dazwischen, wo ist sie? Ich hab gerade keinen geladen. Nein, ich kann nicht laufen! Okay, also machen wir den wieder platt. Oh Mann, ey. So, und jetzt dazwischen. Jetzt Unterbrecher irgendwer, komm, denn? Da ist er, da unten. Jupp, das hat geklappt. Fick raus damit. Nach oben. Ah. Nicht schießen. Komm schon. Oh, die wird davon aufgehalten, wenn ich sie anschieße mit dem Strahl. Achso, wenn du sie anschießt, ja, das ist gut. Hatte ich so das Gefühl. Oh, diese weißen Kugeln töten einen, aufpassen. Ich stehe dazwischen, ich stehe dazwischen. Stellt euch auch dazwischen. Ich bin tot. Hier ist das nächste. Ich bin auch tot. Schnell rausschubsen und wieder wecken. Könnt ihr auf die schießen? Die kommt gleich. Okay. Das haben wir auch. Jetzt wieder dazwischen. Kommen wir vor wie beim Endkampf mit GLaDOS. Dazwischen stellen. Das ist cool. Vorsicht, Achtung, aufpassen, aufpassen. Nein. Ah. Doch, das hat gereicht. Meinst du? Los. Nee, er ist doch wieder das da. Ding hier, die Kugel. Ich sehe nichts. Ihr müsst nach oben. Ich bin oben. Ich sehe es nicht. Ja, jetzt hat es wieder aufgesammelt. Wieder. Nee, da ist es noch. Ihr müsst weiter nach oben. Nach oben. Oben. Nach oben, Michael, nach oben. Ich kann nicht. Ich bin eingesperrt. So, jetzt ist es weg. Dann stirb. Michael, stirb für uns! Das war's. Meine Kräfte! Verdammt! Aktion unmöglich. Aufladen erforderlich. Warum tut ihr dies, Zauberer? Was wollt ihr wirklich? Wer hält die Fäden in der Hand? Hallo, junge Dame. Ich bin Vlad und es ist Zeit, dass ihr heimkehrt, da ich fürchte, dass ihr ziemlich am Ende seid. Wer zur Hölle seid ihr eigentlich? Ihr kommt mir nicht sehr mächtig vor, Wamp. Locke ist wieder zu Hause in Sicherheit. Alles ist so, wie wir es gerne hätten. Wieder mal. Also mal sehen. Schloss Alderheim ist es nicht gerade, aber übel ist es auch nicht. Große Säle und Flure, genau richtig für Klassenräume und Dormitorien. Man könnte allerdings mal Staub wischen. Und ein paar Reparaturen ausführen. Aha. Die Kellerkobolde sind alle weg. Wir müssen uns mit der Personalabteilung kurzschließen. Alles in allem dürfte der Bau eine sehr hübsche neue Zaubererschule abgeben. Also, ihr entspannt euch jetzt einfach ein wenig. Ich beseitige diese Kugeln beim Vordereingang. Bestimmt machen sie sich ausgezeichnet im Büro des Rektors Vlad. Lee. Victory! Okay. Wir haben den Golem umgebracht. Ah, ne, der lebt ja noch. Wir haben die Tussi Ne, die lebt auch noch. Wir haben das Kind geschlagen. Wir haben Normalität erreicht. Ich glaube, wir haben es tatsächlich durchgespielt. Wahnsinn. Bunker. Und jetzt kommt Techno. Wie dunkel war das? So witzig, das Spiel. Richtig cool, ja. Also, ich will nicht sagen, dass ich es verstanden habe, aber... Meister.
Aber auf jeden Fall, ich habe irgendwie gespürt, dass sie wirklich echt richtig Spaß hatten, dieses Spiel zu machen. Genau. Das habe ich echt gemerkt. Also das muss ich sagen, das finde ich echt super. Ich finde gerade zu viert, also es ist lustig, aber ich glaube, zu zweit ist es echt einfacher. Das glaube ich auch. Ja, wir hatten Sprecher, schau mal. Ja. Wow. Wir hatten ja den ersten Teil zu zweit gemacht jetzt und den zweiten einfach richtig hammergeil zu viert und das Chaos ist gigantisch. Hallig. Ich glaube aber, wir haben uns auch noch sehr oft getötet. Ja. Ja, eben. Dass wir immer das. Aber das, da weißt du wenigstens, wer es war. Es wird halt unübersichtlich und chaotisch, aber da man ja meistens einfach wieder respawnen kann. Ja, aber Meister, nicht hier. Das Wichtige ist halt, wenn du es alleine machst, ist es irgendwie langweilig. Hm. Weil dieser Chaos-Anteil oder dieses Wiedererwecken oder dieses bring mich nicht um, ich bring dich nicht um, bring doch den Gegner um Thema, kriegst du halt überhaupt nicht auf die Reihe. Ja. Ist ja so das Salz in der Suppe. Ja, ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Anteil von dem Spiel auch. Ja. Also ich glaube, als Solo-Game... Also es gibt nicht ohne Grund Friendly Fire. Ja. Oh ja. Da habe ich voll diese kleinen, süßen Zettelchen um mich rum. Also Schachbrettmuster hier. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so rumrennen. Die Musik ist auch richtig cool. Ja. Guck mal, guck mal, ich habe jetzt Kügelchen um mich. Wie war denn das nochmal mit diesem krassen Viererzauber, wo du diese Vögelchen um mich rumfliegen hast? Wie wär's denn mit einem Viererstrahl? Mit einem. Das ist bestimmt reiner Zufall, dass man jetzt immer noch hier zaubern kann. Oh. Was ist jetzt hier der Überlebenskampf oder was macht ihr da? Genau. Ich habe keine Zauber mehr. Das ist mein Arcana-Zauber, der darum liegt. Render! Krass. Das war echt cool, dass du quasi mit diesem. Den Zauber verlierst. Mhm. Oder wenn man stirbt. Golem bin traurig. Können wir dem Golem so einen Zauber geben? Hm. So wie der Arkane da links? Nicht. Müsste ich nur mal einer daneben stellen, dann diese 2 drücken und dann mit irgendwas angegriffen werden? Oder wie war das? So, meine Jungs. Ich muss zugeben, ich hatte einen Monster Bock auf das Game. Und es hat richtig geil Spaß mit euch gemacht. Herrlich. Ja, war super. Auf jeden Fall. Es ist auch, wir haben es ja eben schon gesagt, es ist mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Und ich würde mal sagen, die Story war jetzt eher so, also es war irgendwie witzig, so ein bisschen mal etwas anderes. Ich habe ein Vögelchen irgendwie. Aber ich glaube, die Story ist auch im Endeffekt nicht ganz so wichtig, sondern mehr das Rumlaufen und so ein bisschen Partygame. Ja. Also das heißt, das kann man auch durchaus nochmal spielen und gucken, wo man irgendwie nochmal vielleicht noch zusätzliche Sachen findet oder bessere Wege. Ja, es gibt ja auch diese Artefakte jetzt, die wir immer wieder gekriegt haben, ne? So den Stab von irgendwas und dann den Ring, den grünen oder irgendwie. Ja, da haben wir uns irgendwie gar nicht so richtig mit beschäftigt. Ja, die kannst du wohl einbauen und dann beim nächsten Durchlauf einfach die Dinger verwenden, dann ist alles schneller und schwerer und durcheinanderer. Sollen wir mal ausprobieren. Große Herzschmelze in 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Bam. So, ja, dann Frage mal an die Zuschauer, die das hier mit erlebt haben. So, wie hat es euch gefallen? Was ist so? Habt ihr es vielleicht mal gespielt? Oder habt ihr jetzt Lust drauf, das zu spielen? Dann gerne mal kommentieren dazu. Klare Empfehlung. Ja, genau. Ganz klare Spieleempfehlung hier. Also richtig lustig. Aber bitte mindestens zu zweit. Ja, wie gesagt, je mehr, the more the merrier. Ja. Genau, und das war jetzt richtiges Koop-Chaos, ja. Genau. Ja, dann bin ich schon gespannt, was unser nächstes Koop-Chaos wird. Aber da werden wir sicher noch etwas Verrücktes finden. Ja.
Bis dahin würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ad Astra.